Da 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 down. Oh, der Multibogen, das ist einfach. Das ist einfach mein Ding. Also die Herausforderungen sind eigentlich eine coole Sache, weil man immer eine gratis Box bekommt. Ja. Meinst du die Etappen jetzt oder was meinst du jetzt? Herausforderungen. Ich darf nur nicht in grüne Suppe rein. Oh, da gibt's ein Schwert. Nur nicht in die grüne Suppe. Ich mag keine Suppe. Zumindest heute nicht. Kommt man so eigentlich? Nein, so kommt man einfach. Nee, wenn du halt unter Einstellungen gehst, kannst du einstellen Story oder Abenteuermodus und halt Herausforderung. Kannst bis 4. Ach so, du meinst den Abenteuermodus. Ach so, und halt Herausforderung habe ich nie gespielt. Das habe ich nie gespielt. Okay, das deswegen weiß ich nicht, was du meintest. Das habe ich noch nicht gespielt. Herausforderung. Ich kenne nur den Abenteuermodus und die Story, ja. Herausforderung noch, habe ich noch nicht gespielt. Ah, Challenge Rifts, die sind neu. Ah, okay. Erbsensuppe. Na, danke. Dankeschön, komischer Typus, aber nein. Oh mein Gott, verfuckt. Das war's auch schon wieder. Mit der Combo. Kombi. Killstreak Dingsbums. Skandalös. Hast du ein vorgegebenes Bild und musst das nicht so schnell wie möglich clearen? Ah. So, ich werde mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Nicht so hetzen. Dann in der alten Kanalisation. Und vielleicht lassen wir das auch mit einer verfluchten Truhe, wenn wir eine sehen. Das ist immer Risiko. Wobei, das mit der verfluchten Truhe kann ich nicht versprechen. Das ist immer reizvoll. Hm.
Autsch. Mache ich gerade Kopfgelder, ja, das ist auch gut, weil da droppen auch nur, da droppen auch gewisse Gegenstände, die nur dort in dem Modus droppen. Das kannst du ruhig machen, oh nein. Ups. Oh, eine Elite. Hui. Gimme that, gimme that. Sehr schön. Du musst in Ancient Servers wieder das Item holen. Ja, ja. Ich habe es ja verloren. Das stimmt. Aber jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Hoffe ich. Ich werde sowieso alles erkunden. Also, keine Sorge. Oh, das macht natürlich mehr Schaden, ne? Schwere Armbrust plus... Multibogen oder schwere Armbrust? Ist beides verlockend. Ich lasse Multibogen. Ich lasse den Multi. Der schießt halt schneller. Alle noch warten, na klar. Hallo? Aber hallo! Radmaset versuche ich zu farmen, hab schon den Helm. Will das Pet-Bild machen? Ja, dann viel Glück. Dann gut Luck, Unai. Was man nicht alles für Schaden tut. Was tut man nicht alles für Schaden? Wenn ich jetzt mir auch so leisten können, aber. Und jetzt einfach. Doch einfach auf diese Drecksviecher. Diese Drecksviecher. Muss ich echt aufpassen hier. Gab's da was Besonderes? Waffenkiste. Hm,
Ich will mich zwingen, schlafen zu gehen, damit ich meine 5 Stunden bekomme, aber muss Stream schauen. Komischer Typus, das zahlt sich dann nicht aus, hier zu bleiben. Aber Schlaf ist echt wichtig. Glaub mir. Ich meine, ich will dich nicht loswerden, gell, aber... Ich meine, ich wäre auch schon längst im Bett, hätte ich nicht so viel geschlafen heute. Am Sonntag. Also, ja. Gestern eigentlich jetzt schon. Aber sonst wäre ich eigentlich auch schon im Bett. Schlaf ist ja echt wichtig. Aber ich will dich nicht loswerden, gell? Das ist deine Entscheidung. Nur ein Tipp meinerseits. Ich denke nicht, dass du viel verpassen wirst. Und ich streame ja eh fast jeden Tag. Plus auf YouTube gibt's auch noch die ganzen Streams. Die lade ich ja dort auch hoch. Also falls du wirklich nichts verpassen willst. Aber ja. Was? Du hast viel geschlafen? Ja, heute schon. Gestern ist sehr spät geworden. Aber halt nicht jeden Tag Dead Cells. Das stimmt. Aber fast jeden zweiten Tag. Morgen ist wieder Kingdom Hearts dran. Aber wie gesagt, auf YouTube siehst du auch meine Dead Cells Anfänge. Ich glaube, da habe ich jetzt schon 5 Parts oben. Runtergeladen, falls es dich interessiert. Aber ja. Ich glaube, mittlerweile sind schon 5 Parts drauf. In letzter Zeit hat Tommy aber schon recht viel Dead Cells gespielt. Ja, ich habe es ja erst seit einer Woche. Also noch nicht mal seit einer Woche. Dienstag habe ich es mir geholt. Also letzten Dienstag. Vor 5 Tagen, ne? Hab schon YouTube abonniert. Oh, danke dir. Danke dir. Dankeschön. Aber wie gesagt, ja, da gibt es halt die ganzen Parts. Bin aber leider erst ab gestern dabei. Alles gut, komischer Typus. Ich glaube, das Beste kommt ja noch in Dead Cells. Das Beste kommt ja noch. Ich bin ja gerade erst am Anfang noch. Ich glaube, dass das richtig Gute, das richtig Knackige kommt noch. Fluch aufgehoben. Stimmt, ich hatte ja einen Fluch. Ach du Scheiße, das habe ich schon wieder voll vergessen. Ich habe den Fluch schon wieder voll vergessen. Ich spiele so, als hätte ich keinen Fluch. Aber es klappt. Du bist jetzt im Schnitzelkult. Genau, Typus. Du bist jetzt im Schnitzelkult. Was passiert, wenn ein Vegetarier den Stream schauen will? Gar nichts. Was soll passieren? Ich bin nicht gegen Vegetarier oder so. Also. Überhaupt nichts. Es gibt ja auch vegetarische Schnitzel, ne?
Und vegane gibt's auch wahrscheinlich. Für die Fruktarier gibt's sicher auch Obstschnitzel oder sowas. Es gibt ja Schnitzel auf 1000 Arten. Ne? So Apfelschnitzel oder sowas. Sojaschnitzel. Ja, man nennt es dann natürlich nicht Schnitzel, weil das halt direkt dann an Fleisch erinnert. Aber jeder wie er mag, ne? Ich bin aber auch nicht so ein übertriebener Fleischesser, muss ich ehrlich sagen. Ich heiße zwar Schnitzel Imperator und Schnitzel ist mein Lieblingsessen, aber ich versuche schon ein bisschen weniger, Fleisch zu essen. Also ich muss nicht unbedingt jeden Tag Fleisch haben. Das darf ich nicht zu laut sagen als Schnitzel Imperator, aber so ist es. Ich esse auch nur einmal die Woche Fleisch, beziehungsweise versuche ich es. Ja, mehr braucht man auch nicht. Mehr braucht der Körper ja auch eigentlich gar nicht, ne? Man sagt ja, glaube ich, zweimal die Woche Fleisch reicht voll für den Körper. Du enttäuscht mich. Ja, sorry. Oh nein. Es tut mir leid. Ja, es ist ungesund, zu viel Fleisch zu essen, ja. Das stimmt. Gestern Orlando-Nudeln mit Schinken und heute Lasagne. Ich bin versorgt mit Fleisch. Na bitte. Passt doch. Ich meide halt Weizen. Oh, Weizen ist... Uff. Da bin ich... Ich liebe Nudeln. Ich könnte zu jedem Gericht Nudeln essen. Das ist mein... ja. Ich könnte sogar zu Schnitzelnudeln essen. Ich meine, macht man ja auch eigentlich auch. Aber bei uns eigentlich in Österreich nicht so, aber... Tommy, lass mal essen gehen. Geh mal Schnitzelhaus, zu Schnitzelhaus. Sicherlich mit Fleisch vom Pferd, oder? Ich auch, aber sie sind nicht gut. Oh. Oha. Geh mal Billa. Geh mal zu Billa. Statt Pommesnudeln, was? Mann, jetzt will ich mir was zu essen machen. Komischer Typ. Das ist immer die Gefahr, wenn man vom Essen spricht. Und das höre ich auch so oft. Immer, also, was heißt immer, aber es kommen oft Leute hier vorbei, schreiben, Mann, wegen deinem Namen habe ich jetzt Hunger und sowas. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mir gerade eine klare Suppe geholt. Oh, das ist auch was Schönes. Das ist gut für den Abend. Ne? Wenn man zu viel am Abend isst, kann man nicht gescheit schlafen. Das ist das Ding. Bei einer Suppe ist eigentlich perfekt. So was Leichtes.
Ich sag das immer, wenn ich den Schnitzelkommand eingebe. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger. 280 Schnitzel, eins davon könnte ich jetzt vertragen. Ich habe nur 10. Ja, das kommt noch, Typus. Es geht ja schnell. Es geht ja schnell. So. Habe ein Meme für euch. Okay, warte, das muss ich mir schnell anschauen. Nochmal. When people ask me which is more important, food or love, I don't answer because I'm eating. Die Katze auch noch. Sehr schön. Sehr schön, Willi. Das bin ich. Oh. Oh. Windbeutel, nichts Leichtes. Was ist Windbeutel? Ich habe keine Ahnung, was ein Windbeutel ist. Oh ja. Was? Ein Wunder, dass ich zwischendurch geschafft habe abzunehmen. Kann man Edelstände nur makellos königlich machen? Ich glaube schon, Una, ja. Ich glaube, das ist das Höchste. Ein Windbeutel ist so ein Gebäck mit Cremefüllung. Boah, das klingt schön. Können wir das Thema wechseln? Jetzt kriege ich Hunger. Jetzt kriege ich wirklich Hunger. Ist das nicht Sahne und Obst? Ach du Scheiße. Boah, es ist Vanillepudding-Sahne. Habe ich schon öfters gemacht. Kannst nicht eins rüberhauen. Unai, kannst nicht eins rüberhauen. Und Fini, Bestellung ist raus. Für Tommy gibt's nur Tee. Boah! Ich mach dir mal welche, Tobi, das wäre wunderschön. The Dream. Sind gar nicht so schwer zu machen. Oh, es klingt einfach so lecker, aber ich glaube, ich habe sowas noch nie gegessen. Die Leitung nimmt nichts Großes, was? Ich backe halt auch leidenschaftlich gern. Oh.
Oh, ich muss runter, weil der hat die Bomben. Ja. Okay, sehr schön. Infanteriebogen. Legendary. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ist das worth? Ich weiß es nicht. Es ist ein Legendary. Es ist ein Legendary. Der muss doch gut sein. Mir reicht es, wenn ich Nudeln auswendig kochen kann. Da geht's ja wie mir. Ich bin auch froh, wenn ich schon Wasser zum Kochen bringen kann. Ich habe Wasser gekocht. Ich habe Wasser gekocht. Ja. Ich bin ja stolz. Ich bin von meinen Hobbys echt so eine Granny. Ich stricke, häkle, backe, aber ich fluche wie eine alte Bordsteinschwalbe und habe einen absolut unreifen Sinn für Humor. Ich finde, das passt doch. Ich finde das schön. Also ich mag das. Mir reicht's, wenn ich vor Wut koche. Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist sehr gefährlich hier. So, wie ist das? Oh ja, oh, der Bogen gefällt mir. Der kann schon was. Oh, das war ein One-Hit. Der Bogen ist geil. Das ist schön. Das war knapp. Ich vermeide es vor Wut zu kochen. Das erinnert mich an eine Folge Tatortreiniger. Da gab es eine Oma, die hat auch den ganzen Tag Blaubeertorte gebacken, obwohl sie keine Blaubeertorte mag. Ich koche Kaffee. Ich habe schon mal Kaffee gekocht. Eins meiner großen Erfolge. Boah, der Bogen ist so stark. Boah, was tue ich? Wohin schießt denn der? Dann geht er auch noch durch. Das ist einfach so schön. Oh. Das ist weniger schön. Ich habe die Macht. Wo ist denn dieses Ding jetzt?
Ich suche das Ding. Ist doch ein Hamburger Streifen. Ja, der sagt mir nichts. Ich mache im Sommer immer einen Cheesecake mit Blaubeeren drin. Boah, das klingt gut. Das klingt lecker. Was? Ja, das stimmt schon, aber wir haben alle so einen schlechten Humor. Da muss ich mich andersweitig verdienen. Ich komme nochmal vorbei. Ich esse lieber, als dass ich backe, ja. Gehen wir dann alle zur Fini. Sie backt für uns. Ich habe gerne Besuch, vor allem wenn sie mir mein Backwerk abnehmen. Damit kann man mir keine Angst machen. Sehr gut, ja dann schauen wir bald rein. Schauen wir bald vorbei bei dir. Oh. Oh, 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 jetzt darf ich nicht sterben. Huh. Ja, 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 das ist gut. Paderborn ist echt keine Stadt, in der man leben möchte. Bin froh, wenn ich hier irgendwann wegkomme. Okay. So schlimm bei euch. Autsch. Granny Finn füttert euch schön rund. Und später isst Granny Finn euch. Der Dämon, da kommt der Dämon wieder raus aus der Finny. Die Hexe von Hänsel und Gretel. Das ist so fies, dass die sich teleportieren. Aber richtig fies. Oh, oh, oh. Bescheid, wenn nichts mehr über Essen im Chat steht. Ja. Der Hunger wird nur größer. Oh weia, oh weia. Paderborn hatten Dom, das war's dann auch. Alles erzkatholisch hier. Ich meine, ich habe da nichts gegen, kann damit aber einfach nichts anfangen. Und mehr hat's hier einfach nicht zu bieten. Jugendkultur wird hier nur geblockt vom Ordnungsamt etc. Gibt einfach keine Läden mehr, in die man
gern mal geht für Konzerte oder so. Okay. Aber Paderborn ist doch eher so eine, ist doch schon ein bisschen eine größere Stadt, oder? Also, ich habe schon mal von Paderborn gehört. Also, es ist halt, ja. Aber wenn ich als Österreicher Paderborn gehört habe, dann muss das schon größer sein, oder? Ich locke meine Opfer mit köstlichen Backwaren, denn wer kann schon böse sein, der so lecker für euch backen würde, richtig? Klimpert mit den Wimpern. Aber dann schäle ich mich aus meiner menschlichen Hülle, wenn ihr vollgefressen seid und euch nicht wehren oder wegrennen könnt. Und dann esse ich. Das klingt, ja, nicht so gut. Also, wer möchte schon gegessen werden? Ach komm! Oh, ja, caramba! Die kleinste der größeren. So lala, okay, okay. Ich als Paderborner habe ja auch schon mal von Österreich gehört. Wer hätte das gedacht? Aber das tut auch nicht jeder, gell? Jetzt, ja, also ich wurde schon von Deutschen gefragt, ob wir in Österreich Deutsch sprechen. Ne? Also das sehe ich nicht als selbstverständlich, Hotti. Soll ich keinen Hunger mehr, nachdem ich das von Fini gelesen habe? Ja, ich auch. Jetzt hat es mir den Magen umdreht. Bin einmal im Jahr in Österreich zum Snowboarden. Oh, cool, cool, cool. Ich war mal in Österreich und habe mir kein Snowboarden... Was? Haben wir kein Snowboarden das... Beim Snowboarden das Bein gebrochen. Au. Okay, das ist natürlich keine schöne Erinnerung an Österreich. Das natürlich, ja. Ich komm schon weg. Er rollt dann weg. Wofür laufen? Wir rollen einfach weg. Es gibt viele Idioten in Deutschland, sehr viel. Ja, das gibt's in jedem Land. Aber gut, ja, ich meine, was heißt Idiot? Es halt, ja, ja, gut, ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht, ja, naja, es, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob man halt lernt, was in Deutschland, ja, ja, eigentlich sollte man als Deutscher schon wissen, dass wir in Österreich Deutsch sprechen, klar. Ich meine, irgendwo waren wir auch schon mal ein Land, gell? Also das wäre eigentlich Geschichte, klar. Österreich ist ja auch nur ein schlecht getarnter Teil Bayerns. Ich habe tatsächlich in Österreich noch keinen vernünftigen Kaffee getrunken. Gibt's denn bei euch? Gibt's den bei euch einfach nicht? Eigentlich, also da muss er mal nach Wien kommen, Hotti.
bei uns ist die Kaffeekultur schon ein bisschen gehobener, eigentlich. Niklas, nein, gibt es nicht, no shit. Was, Wien ist Kaffeehauskultur? Ich bin empört, ja, deswegen. Aber was Niklas da jetzt schreibt, das wundert mich gerade ein bisschen. Die Leute haben eindeutig Pech beim Denken. Ja, überall gibt es Menschen, die nicht ganz sauber. Ja. Einen guten Melange, oh yeah. Niklas, komm zu mir, ich mag Kaffee für dich und dann fräse ich dich. Für diese Aussage sollst du gefressen werden. Von der Fini. Okay. Trinkt ihr mal lieber eure schäbigen Verlängerten. Dieser Niklas. Kein Mann von Kultur. Ein Banause. Ein Banause, der Niklas. Ich habe dieses... Na, hier gibt's kein... Leider habe ich das nicht. Obwohl... Hier oben, oh. Na, hier oben war ich schon. Ich glaube, hier gibt's diesmal kein Pergament. Ich habe jetzt alles erkundet. Ich glaube, das ist nicht in jedem Level so, glaube ich. Ah, egal. Einen schönen schwarzen Kaffee. Keine Milch, keinen Zucker, mehr will ich nicht. Jetzt geht's aber los hier. Da ist Milch drin, das ist kein Kaffee. Ich mag aber ehrlich gesagt auch kein, also ich bin auch kein Fan von schwarzem Kaffee. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu bitter. So, wir haben diese Aura jetzt. Das kann man ausrüsten, tatsächlich. Fügt Zielen in der Nähe Schaden zu. Das ist interessant. Das nehme ich mir mal. Schau dir das an. Das ist cool. Da-da-dum. Bam, bam, bam. Da-da-dum. Dum, dum. Mal verwerten hier. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich es reinhauen soll. Okay. Ich
bin ready für einen Bossfight. I am ready. Was nehmen wir noch? Ja, nehmen wir das. Oh, ich hab's übersehen. Du hast es gesehen. Oh, okay. Ja, dann nächstes Mal. Ist ja egal. Es läuft mir ja nicht davon. Egal. Macht nichts.